Ja, was geht ab, liebe Freunde? Ich bin's, euer Dennis. Herzlich willkommen auf meinem Kanal bei UrbMZ. Von mir gab es eine lange Zeit keine Videos, stattdessen Gaming-Videos aus dem Hause Call of Duty. Es wird auch weiterhin welche geben. Ich habe mal gedacht, okay, machen wir mal wieder so eine kleine Quatschrunde. Weil von mir gab es wieder, wie gesagt, lange gar nichts, face to face. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ja, vom Tag her ist es ein Samstag, ich komme gerade aus dem Fitnessstudio, ich habe trainiert, meine Muskelschmerzen und ich war noch gerade mein Auto waschen, das sah grauenhaft aus, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, es ist, gab es diese komische Sahara-Wolke da, woher sie kam, also wahrscheinlich von der Sahara-Wüste, ist ja auch logisch, aber niemand von uns hätte gedacht, dass es alle Autos vom Schmutz her betreffen würde. Es sah grauenhaft aus und ich bin sogar 2 Tage lang mit dem Auto so rumgefahren, weil ich nicht genau wusste, was jetzt passieren würde. Die ganzen Waschanlagen waren voll, also da haben sich ordentliche Autoschlangen gemeldet. Ich hatte auch keine Lust gehabt, da mich anzustellen. Gut, warte ich mal, bis diese Haarwolke weg ist. Dann habe ich dann wieder mal geschafft, irgendwie einen Platz zu bekommen, mein Auto sauber zu machen mit einem fetten Hochdruckreiniger. Naja, ist auf jeden Fall was geworden und das, der Wagen glänzt wieder. Ja, ich bitte es zu entschuldigen, ist mir gerade aus der Hand rausgerutscht. Das ist vollkommen verrückt geworden. Wie gesagt, ich komme vom Training und meine Hände sind auch so ein bisschen zittrig, weil ich ja ein bisschen reingehauen habe. Was mich anbelangt, mir geht's gut. Viel zu tun. Das mit den Urbex-Videos, das momentan bleibt noch bei. Hab mir aber überlegt, irgendwann eine Zugabe zu machen. Ist aber kein Urbex-Video in dem Sinne, sondern eher was anderes, so aus dem Bereich Bushcraft Outdoor. Ich muss gucken, wann ich dafür Zeit finde, weil ich ja auch letzten Endes auch arbeiten gehe, ganz wie jeder andere, meine Steuern und so weiter bezahle. Ihr wisst ganz genau, heute im Moment grassiert bei uns dieser Ukraine-Konflikt, was ich sehr etwas ist, was keiner von uns gebrauchen kann. Ich will aber dieses Video nicht als politisches Podium, also politische Bühne nutzen. Ich will auch in meinen Videos generell nichts Politisches einbauen. Ist halt schade. Keiner von uns kann es gebrauchen. Uns betrifft es irgendwie auch. Und ich hoffe und bete, und ich hoffe ihr auch, dass es bald alles vorbei ist. So, und dann, was ich noch erzählen wollte. Ich habe auch überlegt, ein bisschen was über mein Leben, nicht zu viel, aber halt so ein paar Sachen so aus meinem beruflichen Umfeld. Also ich überlege, euch mal ein paar Sachen zu erzählen. Was mich persönlich anbelangt, ich bin Security-Mitarbeiter und ich nehme so einiges fachlich gesehen mit. Wo ich arbeite, werde ich euch natürlich nicht zeigen, weil das ist mein Privatbereich, aber was ein Security-Mitarbeiter macht, was man tun muss, dass man Security werden kann, das habe ich mir überlegt, euch genauer zu erklären, damit ihr ein bisschen auch mich kennenlernt, damit ihr auch seht, okay, es kommt was von mir, auch wenn ich momentan, wie gesagt, viel zu tun habe, wie am Anfang erwähnt. Ja, mir fällt sonst nichts anderes ein. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Wie gesagt, bleibt optimistisch. Seid nicht so pessimistisch. Und zu jedem Problem gibt es eine Lösung. Und wir sehen uns im nächsten Video. Passt auf euch auch. Euer Dennis, haut rein. Bis dann.